Willkommen zu einer neuen Folge Eiche machen Sachen. Mein Name ist Eiche und heute sind wir nicht im Cave, sondern ich habe mir Hilfe geholt, denn heute bauen wir Lautsprecher. Was geht da ab? Hey, Digga! Servus, komm rein spazieren. Was machen wir heute? Wir begeben uns heute ins Bermuda-Dreieck für Männer, in den Baumarkt. Der Dude neben mir ist Dennis, ist ein sehr alter Freund von mir, sehr guter Freund von mir und kennen uns schon ein halbes Leben lang. Heute nutze ich ihn schamlos aus. Nämlich, er hat eine Werkstatt, ich nicht. Und ja, ich habe Bock mit ihm was zu bauen, er hat Bock. Und deswegen machen wir das heute. Hier ist da was eingefallen. Der Typ neben mir ist übrigens nicht JP. Lagebesprechung. Erstmal erklären wir, was wir eigentlich genau machen. Wir bauen Lautsprecher aus MDF. Und hier ist unser grober Plan. Wir werden heute das Holz schneiden, wir werden lackieren. Was machen wir noch? Wir werden das Holz verleimen, wir werden die Lautsprecher als solche bauen und alles dafür vorbereiten, dass wir sie nächstes Mal verkabeln können und ja, die letzten Lackierarbeiten durchführen können. Haben wir alle Einzelteile in die korrekten Maße geschnitten und dann in einem 45-Grad-Winkel in Gehrung gesägt. Die Bauanleitung mit allen Maßen werde ich natürlich in die Beschreibung verlinken, falls du Bock bekommen haben solltest, das auch mal zu machen. Die Lautsprecher, die haben wir uns natürlich nicht selber ausgedacht. Die Grundform oder die Bauanleitung ist von einem Typ, der Cyberg heißt. Ich bin da irgendwann mal im Internet drauf gestoßen. Und verbaut sind da diese Speaker hier. Tangband heißen die. Ist auch keine Werbung, wir haben die selber gekauft. Und schau mal, wie geil die aussehen, warte. Richtig schicke Teile, das sind Breitbänder und die Lautsprecherform, die wir bauen, sind nennt man Hörner. Frag mich nicht warum, ich glaube wegen der Form, weil das wie so ein Horn ist. I don't know. Auf jeden Fall müssen wir hier noch ein bisschen Elektronik dran machen, ganz simpel. Das ist eine, wie Dennis, wie hieß das, Sperr? Sperrweiche? Nein. Sperrkreis. Genau, wir machen einen Sperrkreis. Und jetzt hat Dennis gerade hier diesen Durchmesser gemessen, damit wir die dann in das Holz reinbekommen. Und dafür brauchen wir natürlich noch ein Loch. Und das machen wir mit dem Kreisschneider. Wir haben jetzt die ganzen Seitenteile, Deckel, Böden gefertigt. Jetzt müssen wir bloß noch die Seitenteile und die Fronten müssen wir kürzen. Und dann können wir schon ans Verleimen gehen.
Der erste Tag neigt sich dem Ende zu. Wir waren ziemlich fleißig. Hier sieht man schon unser geiles Zwischenergebnis. Wir haben die Seitenteile miteinander verheiratet. Und wenn man mal reinguckt, hier muss der Holzleim noch trocknen. Wir haben unsere blöde Weiche da eingebaut. Kabel guckt raus. Und auch dieses Zwischenbrett ist schon drin. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Wir haben halt keinen Plan von diesen ganzen Fachbegriffen. Ja. Aber wir halten uns an die Anleitung und es hat auch alles sehr nice funktioniert bisher. Anspruch von Dennis ist halt auch krass mit den Gärungen, aber es lohnt sich. Weil das hier sieht halt schon geil aus. Das ist quasi die Öffnung, wo dann der Austausch stattfindet. Da kommt später der Speaker rein. Und hier kommt dann noch der Deckel drauf. Und, die Dämmwolle kommt noch rein. Die liegt hier irgendwo rum. Und dann wird die Kiste zugemacht und die nächsten Steps sind dann Spachteln und Lackieren tatsächlich. Habe ich noch irgendwas vergessen, Dennis? Schleifen und nochmal schleifen. Ja. Aber mega nice bisher. Ich finde das Ergebnis, das Zwischenergebnis spricht schon voll für sich. Wir haben noch keine, das Lustige ist ja, dass wir absolut keine Ahnung haben, wie die Sache klingen wird. Und ob sie funktionieren. Ja, genau. Also auch hier die Löterei da vorhin. Wir wissen echt nicht, ob es funktionieren wird. Das Fiese ist auch, wir haben diese Weiche da. Wenn die da drin ist, wenn die fest, die ist festgeklebt und wenn die Kiste nachher zu ist, wir kriegen sie nicht mehr auf. Heißt, wenn ich Scheiße gelötet habe, habe ich Scheiße gelötet und dann ist alles für den Arsch. Und deswegen wird ja noch einen zweiten Teil geben und das wird eine mega spannende Geschichte für uns beide und es ist ein cooles Projekt und ja, einfach geil. Bin happy. So, wo ist das Bierchen? Und cheers. Prost. Also klingt scheiße, wir gucken jetzt, woran es liegt. Klingt scheiße, das geht gar nicht. Wir haben uns noch so lustig gemacht, ob es so klingt, gell? Mhm. Puh. Ja, machen wir mal, gucken mal weiter, Alter.